Ja, also ich denke, das ist so, dass uns alle ganz klar ist und bewusst ist, in welcher Situation wir uns befinden. Wir haben sehr viele Gespräche geführt mit den Spielern, mit der Mannschaft. Also es ist uns absolut bewusst, in was für eine Situation wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist ja natürlich für jeden Einzelnen von uns eine schwierige Situation. Es ist ja kein Geheimnis. Und ich denke, dass die Mannschaft auch viele Sachen auch gut macht und richtig macht. Aber was uns fehlt, ist natürlich die Belohnung und auch Erfolgserlebnisse. Und ich denke deswegen, weil wir zu viel Gedanken uns machen und haben irgendwie so das Gefühl, dass wir trotz guter Leistung nicht gewinnen können. Und das müssen wir eigentlich ändern. Das ist auch das, was jetzt letzte Woche passiert ist. Können wir nicht mehr ändern. Wir können aber, was wir ändern können, ist jetzt letzte zwei Spiele. Jetzt dieses Kalenderjahr. Und auf sowas müssen wir uns konzentrieren. Ich weiß, das sind nur Nuancen, die uns fehlen, auch die Spiele zu gewinnen. Und Fakt ist ja auch, dass wir sehr leicht fertig auch Gegentor kriegen. Zu einfach, einfach. Und das ist auch so ein Problem bei uns. Und das müssen wir abstellen. Vielleicht sage ich nochmal, nicht mehr so, das letzte Woche habe ich auch mal schon oft gesagt, wir müssen nicht mehr so schön spielen, aber wir müssen effizient spielen. Und das müssen wir jetzt in den letzten zwei Spielen machen. Und jede Serie geht zu Ende. Ich weiß, dass wenn man auch gut arbeitet, dass auch irgendwann auch dafür belohnt wird. Und es ist nur für mich Frage der Zeit, wann das passieren würde. Und bin mir sicher, dass wir auch jetzt am Wochenende in Kaiserslautern, auch selber dort, da haben wir unsere Chancen auch zu punkten und Erfolgserlebnisse zu haben. Und das ist das, was für mich zählt. Und wir fahren deswegen jetzt heute schon nach Kaiserslautern, um nicht einfach uns zu entspannen im Hotel oder irgendwie so wie Ausflug zu machen, sondern weil wir auf das Spiel uns vorbereiten möchten, weil wir auch in Kaiserslautern was mitnehmen wollen. Und das ist das, was für mich zählt, jetzt gut vorbereiten, alles, was wir machen können von unserer Seite zu machen, um am Samstag ein sehr, sehr gut vorbereitete Erzgebirgeauer Mannschaft auf dem Platz haben und hoffe ganz, ganz stark und bin absolut zuversichtlich, dass wir am Samstag auf jeden Fall punkten können in Kaiserslautern. Es wird für ein und andere Spieler wieder neue Situationen, zum ersten Mal in diesem Stadion, vielleicht die Kulissen vielleicht beeindrucken, aber jetzt zählt sowas nicht mehr. Wir konzentrieren uns nur auf diese sechs Spiele, auf diese sechs Punkte, die wir, Entschuldigung, sechs Punkte, die wir noch bis zu Ende dieses Jahr haben. Und alles andere ist für mich jetzt irrelevant. Und das ist das, was für mich zählt. Was die Personalien betrifft, Pascal Köpke würde heute einsteigen, mit der Mannschaft zu trainieren. Wie weit er ist, das kann ich jetzt schlecht sagen. Wir müssen das Training abwarten. Und Mario Kvesic hat gestern das Training abgebrochen. Ich weiß auch nicht, wie weit er heute ist, wenn wir gleich testen. Und ansonsten, Julian Riedl ist klar, der würde dieses Jahr nicht mehr spielen können, Kalenderjahr. Ansonsten, alle anderen sind an Bord und sind dabei. Dankeschön. Vielen Dank.